Meine Mutter sagt immer, der Bauer macht das Essen. Das bedeutet, arbeite immer mit den Zutaten, die du hast. Ich wollte mir einen Fahrer ansehen und habe einen anderen gefunden. Und das Gespräch war so beeindruckend, dass ich ein Angebot gemacht habe. Sie waren von einem Gespräch beeindruckt? Ja, das stimmt. Ja, ich finde, wenn jemand viel Potenzial hat, sieht man das nicht nur an der Performance. Es geht um die Person, um Charakter. Erstklassige Fahrer sind genau wie alle Hochleistungssportler. Sie sind davon besessen, besser zu sein. Sie hungern danach, sich zu beweisen. Und sie tun alles dafür, um ihre Träume zu erreichen. Jemand mit so einer Leidenschaft ist zum Beispiel Junge. Senecas Nummer 22 ist am Start, um den Sprung zu den Halbprofis zu machen. Und das als Senecas letzte Hoffnung, denn Marcus Sutter hat keine Reservisten mehr übrig. Keine leichte Situation. Wenn der zweite Wagen aus irgendeinem Grund ausfällt, wird nur Yumi Tanaka für Seneca fahren, was für das Team katastrophal wäre. Okay, 22. Wie er doch gesagt hat, versuch mit Yumi mitzuhalten und pass auf, dass das Auto in einem Stück bleibt. Das ist dein erstes Rennen. Du brauchst den Wagen nicht unbedingt an seine Leistungsgrenzen zu bringen. Fahr einfach gut und bleib an Yumi dran. Dann sag mal, was du kannst.
und sie machen jetzt schon ordentlich Punkte. Könnte der Neuzugang die fehlende Zutat sein, von der Marcus Adore geredet hat?